Die Innerrhoder Kunststiftung wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Seit der Gründung wurden mehr als 200 Werke angekauft. Von diesen 200 Werken sind rund 80 Werke nun in der Jubiläumsausstellung im Kunstmuseum Appenzell sichtbar. 80 Positionen von rund 40 Kunstschaffenden aus der Region. Eine Auswahl aus einem so reichen und gleichzeitig kleinen Fundus ist einerseits schwer, andererseits aber auch sehr leicht, weil man mit Gegebenheiten umgeht. Und die Gegebenheiten sind einfach, dass es auf der einen Seite die bildmächtige Tradition im Appenzell gibt und auf der anderen Seite auch eine sehr avantgardistische junge Generation. Und da war es dann klar, dass man in 10 Räumen so etwas machen kann wie einen Dialog. Dann wird man sehen, dass sowohl das Traditionelle, die Bauernmalerei, wie auch das Avantgardistische, die Kunstinstallation, plötzlich miteinander ins Gespräch kommen, plötzlich über sich selbst Auskunft geben, sich bereichern, erweitern und dann sozusagen in ganz neue Denkräume führen. Und das ist sehr, sehr viel und das kann eigentlich dann nur so eine Ausstellung leisten, die im Prinzip ja nicht kuratiert ist, sondern durch 20 Jahre Wachsen entstanden ist. Viele der Werke, die ausgestellt sind, sind normalerweise in öffentlichen Räumen oder Büros der Verwaltung oder in öffentlichen Plätzen zu sehen. Für die Ausstellung haben wir einen Teil ins Museum gebracht und auch Werke aus dem Depot herausgeholt. So zum Beispiel ein Werk von Roman Signer, das rund 40 Jahre im Archiv war und er extra für diese Ausstellung neu installiert hat. Es sind aber auch Werke zu sehen, die wir direkt aus dem Atelier angekauft haben und nun das erste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen sind.